Hallo11 mit Deck und 11. willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro. Du Joey hast zu früh angefangen. gegen V. Gegen Waylon oder Valon, mir egal. Ihr schreibt mal mit V. Ja, na und? Also Soll muss ich man jetzt ja auch so Valon ausrufen? aussprechen. Fangen wir damit an. What the fuck? Hatte der ihn jemals entdeckt? An den erinnere ich mich nicht. Fangen wir damit an. Hilfe. Valon benutzt nur gegen Duke und Rebecca kein Siegel des Orichalkos. Hier Mein benutzt Gott. er es. So, warte, was kannst du? Irgendwie bin ich sehr verwirrt. Was denn? Was denn? Ich will wissen, wie kann ich den Spezialbeschwören? Ich Ja, check's gerade nicht. les halt! Steht da nicht, da steht nur, wenn, falls sie spezialbeschworen wird, gilt das und das. Dann kannst du es nur spezialbeschwören über. Naja, wenn du es nicht Irgendeine vom andere Friedhof Karte. holst oder irgendwie Nein, sowas. nein, das ist eine andere. Die mit dem vom Friedhof spezialbeschwören, das ist eine andere. Oder das Monster, womit du noch Monster beschwören kannst, wenn du es beschwörst. Dann beschwörst du es ja auch spezial. Ja, das brauche ich dann wohl. Hoffentlich kriege ich es jetzt. Was war denn das für eine Karte? Das Monster, was war das? Wie hieß das? Das ist genau der, den ich jetzt, glaube ich, brauche. Echt? Bingo. Ah, okay. Der hat mich gerade voll an wie an Monster aus 5Ds erinnert. Hat mich gerade voll gewundert. So, ich mache Der das. sah diesen kleinen Gerümpelkrieg. Ne, warte. Wie hieß denn der? Wie hieß denn das Synchromonster, was er immer Was? verwendet hat? Hä, warte, was wähle eine Karte auf der Spielfeldseite deines Gegners? Hat der noch einen anderen Effekt? Also ich habe keine Karten. Also zumindest nicht auf meinem Feld. Hä, warte, nee, der andere Effekt hätte eigentlich. Was kann ich. Ich habe jetzt ein Problem, Dennis. Ich kann das nicht abbrechen. Weder mit mittlerer Maustaste noch mit Rechtsklick. Ja, du hast es ja aktiviert. Puh, ich habe ihn selbst angeklickt. Ja, was Ja, passiert das ist der jetzt? einmal pro Spielzug-Effekt. Aber davor kommt ja noch der Beschwöre ein Ding aus deinem Deck als Spezialbeschwörung-Effekt. Wenn ich das Monster selbst als Normalbeschwörung beschwöre, und das habe ich ja gemacht. Der Effekt ist aber irgendwie nicht zu tragen gekommen, muss ich ehrlich dazu. Von deinem Deck. Du hast das Monster auf der Hand. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Büro-Roboter-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ja, aber du hast Außer den. einen mit der Aber du 003. hast noch den Büroroboter in deiner Hand, oder nicht? Ich habe 001 und 002 in meiner Hand, richtig, aber ich habe jedes davon dreimal. Hä? Dann sollte der Effekt aber eigentlich triggern, Es weil du es hat ja also normal nicht beschworen funktioniert. hast. Aber ist egal, hat 1700 Angriffspunkte, müsste ja stark genug sein, oder? Wie man es nimmt. Jetzt hat er 1200, weil der Effekt weg ist. Den kann ich aktivieren. Okay, mit wem kann ich ihn bitte schön Das ist fusionieren? unfair. Den kann ich nicht aktivieren. Den. Warte, ich ziehe erstmal noch ein paar Karten. Wirklich unfair. Was? Karten ziehen? Nein, unfair ist. Was? Elegante. Was? Ich kann ihn aktivieren? Okay, aktivieren. Das ist der Effekt mit meiner Karte auswählen. Oder nicht? Ja. Wähle eine Karte auf der Spielfeldseite deines Gegners. Ich kann nicht draufdrücken, ich kann nur auf meine drücken. Mir auch egal, Ja, ich würde was auf deine für. Karte gerne. Steht denn einfach nur wähle eine Karte? Und nicht was für eine Da Art? steht, wähle eine Karte auf dem Spielfeld deines Gegners. Ist egal, ich habe für die Runde jetzt 500 mehr Angriffspunkte. Mal sehen, ob du mich besiegen kannst damit. Schade, dass der erste Effekt nicht funktioniert hat, sonst hätte ich nämlich schon längst zwei Monster. Hä? Da steht doch, du kannst ein Büroroboter-Monster wählen, das du kontrollierst und das erhält dann 500 ATK bis zum Ende des Spielzugs. Ja, der Effekt funktioniert. Ja. Richtig. Das ist auch der, den du machst. Es ist. Ja, den habe ich gemacht. Ich wollte aber einen ganz anderen machen. Bei der Warum ist Beschwörung, denn das Dennis. Monster in seinem Deck, lol? Naja, wie auch immer. Oh, das ist cool. Das schmeiß ich weg. Und Das werde ich ich schmeißen. schmeiß den weg, weil ich nicht von ausgehe, dass ich den brauche. Ja, genau, ich brauche den, okay. Okay, pass mal auf. Was kannst du? Füge eine Ritualkarte hinzu, okay. Die Karte ist in seinem Deck, okay. Ich weiß nicht. Ach, ich krieg dann ja sogar zwei, lol.
Ach, wie krass, kriegst sogar beide. Das wird mir jetzt aber ziemlich wehtun. Ich mag Ritualbeschwörungen nicht. Wie, warte, wieso ist der auf dem Friedhof? Oh, jetzt ist er nicht mehr auf dem Friedhof. Ich hatte zwei davon. So. Warte, was ist der Effekt von meinem Monster? Du kannst diese Karte als Ritualbeschwörung beschwören, okay. Einmal pro Spielzug während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, außer er selber, okay. Du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen. Oh, warte, das ist glaube ich nicht schlecht. Ach so, ich habe zwei Effekte. Warte. Zerstöre, okay. Toll. Jetzt kannst du mein Fließband zerstören. Glückwunsch. Denke ich mir gerade auch so. Und dann kannst du ein Monster beschwören. Weil das dein netter, plündernder Hauptmann nämlich verlangt. Ja, das mache ich auch. Und jetzt bin ich irgendwie ziemlich Game Over. Könntest du mal aufhören, so viel Zeug zu machen? Wie, mein Monster ist tot und du hast noch nicht mal angegriffen. Ach, ich kann jedes dafür auswählen. Okay, dann nehme ich das hier. Ja, wegen dem anderen Effekt. Ja, verarsch mich. Ich will für nächste Runde noch was tun und nicht instant Game Over gehen. Wie gemein. Was kann die Kanone eigentlich? Das weiß ich nicht. Kannst du ja mal durchlesen. Ich kann sie macht sie auf jeden Fall nicht stärker. Okay, jetzt muss ich in Discord leider auch bitte nicht stören gehen, weil gerade Leute Sachen schreiben. Du machst durchschlagenden Kampfschaden. Warum kann der zweimal angreifen? Verdammt, ich dachte, du bemerkst es nicht, weil das auch dort steht, ich dir nicht vorgelesen habe. Das ist scheiße, Mann. Oh, das ist echt. Das war ein geiles Duell, das war richtig schnell. Keine Sorge. Aber dieser. Bitte. Hat er dieses Ritualmonster wirklich gehabt? Aber das ist das einzige Deck, was ich hier habe mit dem. Also nicht das einzige, aber das einzige, was diese beiden neuen Fusionsmonster hat. Der ist ja richtig OP. Starkes Ritual. Ich spiele diese Karte auf der Hand. Oh, warte. Aber warte. Erstmal bereite ich mein Ritual vor. Vor Vorbereitung der Riten. Dann ziehe ich noch ein paar Karten. Das ist wie ein Trailer, ein Teaser-Trailer zum Trailer von einem. Dann aktiviere ich das hier. Ich mag Schäfchen. Magst du keine Schäfchen? Gerade vier deiner Stellen. Dann ziehe ich noch ein paar Karten. Weil ich es kann. Hätte ich nicht gemacht. Okay, das ist cool. Dann schmeißen wir den hier weg. Schmeißen den hier weg. Okay. Den hätte ich auch weggeschmissen, der Schlachtkrieger. Warte mal, kann ich in der Zunge, die ich die Schäfchen gesetzt habe, nichts mehr beschwören? Oder warum kann ich jetzt nichts mehr beschwören? Naja, du kannst sie ja nicht opfern. Du hast nur noch ein Feld frei. Ja, aber trotzdem hätte ich ja irgendwas. Nein, ich meine, weil ich kann mein Ritual nicht ausführen, das meinte ich damit und konnte dieses Monster nur setzen und nicht beschwören. Für was sage ich denn, dass ich nicht mehr beschwören konnte? Ah ja, steht nämlich bei Sündenbock im letzten Satz. Ah ja, kann nochmal beschwören. Ja. Dann bist du jetzt du am Zug. Mach was. Zeig, was du drauf hast. Mit deinem. Warum ist der so stark geworden? Sagt das nur Morikalkos oder auch noch was anderes? Nein, Morikalkos macht nur 500 und nicht 1000. Wo kommt der andere Schaden her? Jetzt hast du eine Typ Maschine, das du kontrollierst. Achso, das zählt sich selber mit. Ja, toll. Weißt du, ich habe jetzt gerade ein Problem. Ich kann die Zauberkarte gar nicht benutzen, weil die alle zu stark geworden sind. 2000! Wie soll man das denn machen? Ich möchte Maschinenduplizierung benutzen, aber meine Monster sind automatisch zu stark. Ich kann das ja nicht verhindern. Ja, stimmt. Das Siegel, das macht ja gleich Strich durch die Rechnung, glaube ich. Also, ja, nicht nur das. Die hätten sich ja so oder so gebufft.
Ach, eins ist auch schon zu stark. Oh, du machst mein Dingens weg. Die dürfen nur 500 ATK haben. Das heißt, die dürfen... So. Da darf quasi nur ein einziges ganz am Anfang da sein. Warum kann ich das denn nicht aktivieren? Ach so, wahrscheinlich brauche ich ein Monster mit einer gewissen Levelstufe in meiner Hand. Okay, dann nehmen wir halt das hier. Ach so, hast du das... Ach so, logisch, du hast vorhin 8 Sterne geopfert. Das ist ja, warte, ich schmeiß den weg und... Okay, ich muss 2 wegschmeißen. Oh, super, da ist er ja wieder. Weißt du, ich habe echt keinen Bock auf den. Greif an und ich vernichte ihn. Meine Monster sind stärker. Die haben 4000 ATK zusammen. Was... Wieso kannst du denn einen Instant töten? Ja, weil das der Effekt ist. Instant Kill Effekt ist echt kacke. Und zweimal angreifen will er auch noch. Ach ja, übrigens, ich kann den Effekt nochmal aktivieren, das ist das Witzige. Ernsthaft, du kannst jetzt meine... Oh, aber Fallen jetzt muss ich den anderen Effekt aktivieren. Was? Nein, meine Fallenkarte! Okay, ich gebe auf. Joey ist scheinbar unbesiegbar. Schau mal, was ich noch machen kann. Warte, du bist doch Joey, oder? Ja, bist du. Joey ist scheinbar unbesiegbar geworden. Ja, meine einzige Fallenkarte, mit der ich dieses Monster hätte aufhalten können, ist zerstört. Weil der einfach mit seinem blöden Monster zerstören kann, was er will auf meinem Feld. Ja, das Monster ist schon krank. Komm, nochmal, absolut lächerlich. Okay, Joey ist krass geworden. Joey ist krass geworden. Echt schade, das war nämlich das einzige Duell mit diesem Deck von Valon. Aber was soll's, sieht man eben nicht mehr davon. Hä, du hattest doch schon beim letzten Duell das Deck von Valon, oder nicht? Dennis, Valon kommt in 2 Duellen vor. Ja, natürlich, ja. Luke gegen Valon, das wir ausgelassen haben, weil man 3 Leute braucht. Ach so, das ist nicht der. Alistair ist der, der gegen Kuiper kämpft, Dennis. Valon ist der, der gegen Joey kämpft. Wir sehen dieses Deck wahrscheinlich nie wieder, weil Valon jetzt nämlich verbannt wurde. Tod, seine Seele ist weg. Ja, das kann halt auch mal passieren. Sehr schade, das ist eigentlich ein lustiges Deck, auch wenn der eine Effekt nicht funktioniert hat, was schade ist. Und Joey irgendwie ziemlich OP ist zurzeit. Ja. Irgendwie. Naja. Ich weiß nicht, wo dieses Ritualmonster in der Serie auch hatte. Keine Ahnung, es kommt mir absolut nicht bekannt vor. Das ist keine Ahnung, das ist ein spezieller Rotauge. Egal, ich würde sagen, wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.